Hi Leute, in dem Video heute gibt es drei schnelle und einfache Tipps für dich, wie du effektiver arbeiten kannst. So, Tipp Nummer 1 ist weniger Schlaf. So banal es klingt, die meiste Lebenszeit verschläfst du. Und dieser Rat von vielen Ärzten, dass man 8 Stunden Schlaf braucht, ist Quatsch. Wenn du ausgeruht bist, ich habe ein anderes Video dazu gemacht, wie mag der Tipp jetzt ein bisschen befremdlich im ersten Moment wirken, ich habe ein anderes Video dazu gemacht, Schlaf ist nicht das, was dein Körper braucht. Dein Körper braucht Entspannung. Du kennst es vielleicht, du hockst beim Arzt, du hast nichts gemacht, hockst auf dem Arztstuhl, bist völlig unter Anspannung und eine halbe Stunde später bist du völlig durchnässt und hast geschwitzt. Hast nichts gemacht, aber bist völlig unter Anspannung und brauchst erstmal Ruhe. So, wenn du wieder mehr in die Ruhe kommst, in die Entspannung, während deiner Arbeit. Es ist bewiesen, dass Kinder sich in der Bewegung entspannen. Während sie sich bewegen, entspannen sich Kinder. Können. Und das ist auch für dich möglich. Wenn du eine andere Einstellung und eine Entspanntheit wieder in deine Arbeit reinbekommst und gewisse Übungen machst, dann brauchst du weniger Schlaf. Du sollst so viel schlafen, wie du dich dann fit und ausgeruht fühlst. Das ist klar. Das Gefühl mag jeder, wenn auch jetzt manche sagen, oh, ich genieße aber den Schlaf. Schlaf kannst du nicht genießen. Du genießt das Gefühl nach dem Schlaf, wenn du ausgeruht bist. So. Und wenn du aber entspannter bist, wirst du merken, dass dein Schlafpensum runtergeht. Ich verlinke meine Übung hier in der Infobox. Das ist eine ganz einfache Übung. Wenn du diese Übung machst, diese Meditation, diese Achtsamkeitsübung, dann wirst du merken, dass nach spätestens ein paar Wochen dein Schlafpensum um 1 bis 2, teilweise sogar 3 Stunden einfach automatisch reduziert wird, weil du entspannter bist. Okay, Tipp Nummer 2 ist prozessorientiert arbeiten und nicht zielorientiert. Das ist das, du sollst den Prozess genießen. Das Ziel kommt automatisch. Am Anfang setzt du dir einmal ein Ziel, machst dir vielleicht einen Plan dann dazu. Dein Ziel ist, du willst Mangos ernten. Du willst die Früchte deiner Arbeit ernten, die süßen Früchte deiner Arbeit willst du ernten. So, das bringt nichts, wenn du ständig an Mangos denkst. Wenn du ständig zielorientiert arbeitest und an den Mangos denkst. Nein, du machst dir am Anfang einmal einen Plan. Und das, was nötig ist, machst du Schritt für Schritt. So, um Mangos zu bekommen, musst du dich einfach um deine Wurzeln kümmern. Du musst dich gut versorgen. Wenn du deine Wurzeln nährst, dich um den Boden kümmerst, die Pflanze gießt, dass die Wurzeln versorgt sind, so dann fallen dir irgendwann Mangos einfach auf den Kopf, ob du das willst oder nicht. Du wirst erfolgreich, wenn du dich einfach um den Grundlagen deiner Arbeit kümmerst und den Prozess genießt. Du hast einfach deine Tagesaufgabe zum Beispiel, die machst du. Du hast den Schritt, den nächsten, den du jetzt machen möchtest und den machst du. Ohne daran zu denken, was da noch vor dir liegt. Du konzentrierst dich auf das, was du gerade machst. So, Tipp Nummer 3 ist deine Ernährung. Wenn du deinen Körper nicht mit dem Notwendigen versorgst, dann bist du schlapp und schlaff. Beziehungsweise wenn du den falschen Treibstoff in dich reinstopfst, dann funktioniert dein Körper nicht richtig. Beziehungsweise wenn du Sand im Getriebe hast, dann läuft dein Motor nicht rund. Du sollst ein gutes Öl in deinen Motor tun, damit alles gut geschmiert ist und alles rund läuft. So, wenn du eine Schweinshaxe zum Mittagessen isst oder früh schon irgendwie einen Käse-Schinken-Toast, dann kannst du nicht effektiv und einfach arbeiten. Deswegen mach dir ein leichtes zu essen, lebendige Nahrung. In dem Videokurs unten kannst du dir kostenlose Lektion anschauen, wie du leicht in den Tag startest.
Genau. Klick einfach auf den Link in dem Videokurs, Happy Life Kurs. Ja, das ist die erste Lektion. Da erkläre ich dir einfach genau, ganz kurz und bündig in 5 bis 10 Minuten, wie du leicht in den Tag starten kannst. Und dann kannst du auch effektiv arbeiten. Du kennst es ja vielleicht sonst nach der Mittagspause. Du fliegst erstmal mit dem Kopf auf deine Tastatur und bist total müde und platt. Das muss nicht sein, wenn du das Richtige zu dir nimmst, wenn du lebendige Nahrung zu dir nimmst, wenn du ja was Gesundes isst, dann bist du danach fit, leistungsfähig und pennst nicht ein. Du machst die Arbeit, die du sonst innerhalb von 3 Stunden gemacht hast, innerhalb von 1,5 Stunden. Einfach wenn du dich um dich kümmerst und die Bedürfnisse deines Körpers erfüllst. Genau, das waren die 3 einfach schnellen Tipps. Ich hoffe, die haben dir weitergeholfen. Wenn die dir weitergeholfen haben, abonniere gerne den Kanal. Ansonsten mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.